Ja, in den letzten 10 bis 12 Monaten habe ich wirklich einige, wenn nicht sogar Dutzende KI-Textgeneratoren ausprobiert, getestet und viele davon hatte ich auch im produktiven Einsatz, beziehungsweise habe ich aktuell auch im produktiven Einsatz. Und du wirst dich jetzt fragen, warum probiere ich eigentlich so viele verschiedene KI-Textgeneratoren aus? Das macht ja keinen Sinn, wenn man die ganze Zeit die Zeit investiert, um nur neue Tools auszuprobieren. Man muss sich doch irgendwann mal festlegen. Der Grund ist einfach, die Entwicklung war in den letzten 10, 12 Monaten so rasant in dieser, ja, Produktkategorie, möchte ich mal sagen, generell bei den KI-Tools, aber vor allem bei den KI-Textgeneratoren. Das heißt, da gab es jetzt immer wieder neue Tools, immer wieder auch neue Funktionen. Die Tools haben sich teilweise schnell weiterentwickelt, andere Tools haben sich nicht so schnell weiterentwickelt. Deswegen auch bin ich immer wieder mal geswitcht von dem einen zum anderen Tool. In diesem Video möchte ich dir jetzt eine Übersicht geben über die, ja, meiner Meinung nach derzeit besten KI-Textgeneratoren. Ich werde dich jetzt aber nicht langweilen und dir irgendwie 20 KI-Textgeneratoren einfach schnell vorstellen, sondern ich werde dir eine ausgewählte Handvoll von 5, 6 KI-Textgeneratoren zeigen, genauer darauf eingehen, auf die Vorteile und Nachteile, damit du auch eine gute Entscheidung treffen kannst, welcher KI-Textgenerator vielleicht für dich die beste Wahl ist. Viel Spaß! Ja, auf diesem Kanal gibt es immer wieder ganz viele Videos, Tutorials, Anleitungen rund um Themen künstliche Intelligenz, aber auch Online-Business, WordPress, Suchmaschinenoptimierung. Also wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann bitte gerne abonnieren. Vielen Dank und auch gerne die Glocke aktivieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und an der Stelle möchte ich auch gleich noch auf meinen Newsletter hinweisen. Über 3000 Leute haben meinen Newsletter bereits abonniert. Ich verschicke nicht viele Mails, vielleicht zwei im Monat, vielleicht mal drei, vielleicht mal nur eines. Da gibt es auch abseits von meinem YouTube-Kanal immer wieder mal ein paar gute Insider-Tipps, News und gute Deals. Also den Newsletter kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. So, und jetzt steigen wir aber direkt ein ins Thema KI-Textgeneratoren. Und gleich jetzt auch noch ein Hinweis. Ich weiß, jetzt nerve ich dich schon mit den ganzen Hinweisen, aber unter dem Video verlinkt ist mein Blogbeitrag zu den besten KI-Textgeneratoren. Da stelle ich die Tools ebenfalls vor und gehe auch auf die Details ein. Da siehst du dann auch ein bisschen die Preise, hast eine Vergleichstabelle und so weiter. Also diesen Blogbeitrag kann ich dir nur empfehlen. Vor allem diesen Blogbeitrag kann ich aktuell halten. Das kann ich natürlich mit einem Video nicht machen, wenn ich es mal abgedreht habe. Mit einem KI-Textgenerator kannst du, wie der Name schon sagt, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eben Texte generieren oder generieren lassen, mit vielen verschiedenen vordefinierten Templates sozusagen oder Vorlagen, die du eben für verschiedene Einsatzzwecke nutzen kannst. Sei es jetzt Copywriting, Blogging, aber auch das Erstellen von Marketingtexten, das Erstellen von Social-Media-Beiträgen und. Also es gibt ganz, ganz viele Einsatzgebiete und die KI kann natürlich viel schneller schreiben als jeder Mensch und somit ist natürlich hier auch schon mal ein großer Vorteil, den dir KI-Textgeneratoren bieten können, und zwar einfach, dass man Content schneller produzieren kann. Das bedeutet an der Stelle aber nicht, dass du 100% deiner Inhalte einfach nur mit KI erstellen solltest, zumindest nicht. Zum Beispiel für Blogbeiträge würde ich das nicht empfehlen. Für Social Media Posts kann man das schon fast 100% machen, denn der Content-Mehrwert von Social Media Posts ist natürlich viel, viel geringer und der Umfang ist auch viel, viel kleiner, als es bei Blogbeiträgen ist. Aber eben, ich nutze es natürlich auch oder ich habe es auch im Einsatz, um Blog-Content schneller erstellen zu können. Was aber nicht bedeutet, dass ich 100% irgendwie mit KI produzieren würde. Niemals. Das würde ich auch dir nicht raten, das zu tun. Aber es gibt natürlich Themen und Inhalte, wo man sich schon einen gewissen Anteil der Inhalte von der KI schreiben lassen kann, und so weiter. Wichtig bei KI-Texten allgemein, und da möchte ich ebenfalls auch auf einen Blogbeitrag von mir verweisen, zu dem Thema KI-Texte erstellen, verlinke ich dir ebenfalls unter dem Video. Wichtig, auch wenn du Tools nutzt wie KI-Textgeneratoren oder auch zum Beispiel ChatGPT und so weiter, um deinen Content schneller zu produzieren, dir muss immer klar sein, dass trotzdem du selbst der Kopf hinter dem Content bist, den du produzierst und publizierst. Das heißt, du und niemand anders ist verantwortlich dafür, dass du wirklich großartige Inhalte produzierst und veröffentlichst, zumindest wenn du natürlich auch zum Beispiel Rankings aufbauen möchtest. Also produziere bitte nicht 100% deines Contents mit KI, aber nutze die KI gezielt, um deinen Workflow zu beschleunigen. Ja, und was man zur Technologie von KI-Textgeneratoren noch wissen sollte, ist, dass in den meisten KI-Textgeneratoren die GPT-Technologie von OpenAI steckt, also GPT 3.5 bzw. GPT 4.
je nach Tool, je nach Preisplan etc. Also im Grunde die gleiche Technologie steckt da als Grundtechnologie drinnen, wie zum Beispiel in ChatGPT oder wenn wir von GPT-4 sprechen, ChatGPT Plus. Und an der Stelle könnte man sich jetzt auch fragen, warum nutze ich dann nicht einfach nur ChatGPT oder die kostenlose Version und warum sollte man dann überhaupt auf einen KI-Textgenerator zurückgreifen? Ganz einfach, KI-Textgeneratoren nutzen halt diese Grundtechnologie und fügen halt ganz viele Funktionen hinzu, gezielt für den Einsatz der Content-Produktion. Das heißt, KI-Textgeneratoren haben ja viele, wie gesagt, wie ich schon angesprochen habe, viele feingetunte Vorlagen, aber auch teilweise viele andere Funktionen. Manche haben gewisse SEO-Funktionalität integriert. Manche haben einen Faktenchecker, Plagiatsprüfer integriert. Man kann sich teilweise Custom-Prompts abspeichern. Man kann natürlich die Dokumente speichern. Manche KI-Textgeneratoren bieten auch eine Browser-Erweiterung, damit man die Funktionalität überall nutzen kann, zum Beispiel in Google Docs oder direkt in WordPress. Auch das sind Themen, die ich in diesem Video abdecken möchte. Also das wollte ich nur gesagt haben. Die Grundtechnologie ist in der Regel von OpenAI, die GPT-Technologie. Es gibt natürlich auch schon Tools, die auch andere Technologien da integriert haben. Aber der Großteil ist einfach GPT 3.5 und GPT 4. So, jetzt möchte ich aber auf die einzelnen Tools eingehen. Ja, ich starte mit dem wohl bekanntesten oder weltweit bekanntesten Tool, und zwar Jasper AI. Jasper AI ist mitunter deswegen so bekannt, weil es der KI-Textgenerator ist, der mitunter am längsten am Markt ist. Früher hieß Jasper AI Jarvis AI und davor Conversion AI. Ich glaube, Jarvis AI, mussten sie sich dann umbenennen in Jasper AI wegen eines Rechtsstreits, weil Jarvis schon ein geschützter Name, Begriff war. Und ist jedenfalls schon viel, viel länger am Markt als zum Beispiel ChatGPT und hat auch damals schon die GPT-Technologie genutzt, aber die GPT-3 oder davor schon GPT-2 und so weiter. Also ganz lange am Markt, Marktführer auch meines Wissens aktuell noch. Aber der Marktanteil von Jasper AI ist massiv zurückgegangen. Der Grund dafür eben, weil es so viele neue Tools gibt, die ebenfalls sehr gut mit Jasper AI mithalten können oder auch auf einer gleichen Stufe mit Jasper AI stehen. Ganz kurz zu Jasper AI. Es gehört sicherlich zu den höherpreisigen Tools. Und also da geht es los ab 39 US-Dollar pro Monat. Einen Lifetime-Deal gibt es bei Jasper natürlich nicht. Und eine Sache, die mich relativ stört, ist, dass es auch nicht wirklich eine kostenlose Testversion gibt. Es steht zwar hier Try Jasper for Free. Das stimmt, du kannst Jasper kostenlos ausprobieren. Ich habe Jasper auch ausprobiert, aber das Problem ist, du musst jetzt erstmal deine Daten angeben und dann musst du schon einen Zahlungsanbieter überhaupt angeben, also eine Kreditkarte sozusagen hinterlegen, um Jasper überhaupt nutzen zu können. Das heißt, du musst dich dann schon mal aktiv darum kümmern, dass du deinen Abonnent sozusagen beendest, bevor es beginnt. Ansonsten, ja, wird natürlich abgerechnet. Also das finde ich so von Marketingstrategien etc. nicht ganz so toll, kann ich jetzt nicht loben. Und eine kostenlose Version gibt es auch nicht, im Gegensatz zu anderen Tools, die ich dir gleich vorstellen werde. Aber ansonsten ist Jasper AI natürlich wirklich dadurch, dass sie einen so einen hohen Marktanteil haben, dadurch, dass sie auch, dass da eine größere Firma eben dahinter steht, ist es einer der besten KI-Textgeneratoren auf dem Markt. Nach wie vor, in letzter Zeit auch mit neuen interessanten Funktionalitäten, wie zum Beispiel Brand Voice, also da kannst du so ein bisschen von deiner Marke hinterlegen, deinen Schreibstil hinterlegen und so weiter. Und wenn du das Brand Voice dann aktivierst, schreibt dieser KI-Textgenerator natürlich dann immer auch in dem Schreibstil von deiner Marke etc. Und viele andere gute Funktionen. Es gibt auch eine Browser-Erweiterung, die sehr, sehr gut ist. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass sie hier Access SEO Mode hier ankündigen. Das ist eigentlich eine Mogelpackung, denn dieser SEO Mode ist eigentlich nur in Verbindung mit dem Content SEO Tool Surfer SEO. Und Surfer SEO müsste man sich dann auch nochmal extra kaufen, geht glaube ich auch bei 40 US-Dollar pro Monat überhaupt erst los. Das heißt, einen SEO-Modus oder SEO-Funktionalitäten sind in Jasper eigentlich nativ nicht enthalten, trotzdem wird es hier sozusagen auf jeden Preisplan angekündigt. Das gefällt mir nicht so gut, das ist auch wieder so ein bisschen ein Marketing-Trick. Was mir wiederum gut gefällt, sind die Limits, selbst beim kleinsten Plan, beim Creator-Plan, der aber auch schon teuer genug ist für einen KI-Textgenerator. Selbst da bekommst du unlimitiert viele Wörter. Natürlich irgendwo mit einer Fair Use Policy, also komplett unlimitiert ist natürlich nichts. Aber du hast da keine harten Limits. Und das ist natürlich eine gute Sache.
Aber wie ich schon gesagt habe, der Marktanteil von Jasper schrumpft zunehmend, was natürlich an der extrem starken oder immer stärker werdenden Konkurrenz liegt. Und eine davon kommt direkt aus Deutschland und das ist Neuroflash. Und Neuroflash ist ebenfalls schon extrem lange am Markt. Das ist auch eines der bekanntesten Tools, vor allem im deutschsprachigen Raum, weil eben eine deutsche Firma dahinter steckt. Neuroflash nutze ich selber und kann ich definitiv auch empfehlen. Ja, der KI-Textgenerator von Neuroflash ist ebenfalls im etwas höheren Preissegment angesiedelt, also nur minimal günstiger als Jasper AI, wenn man sich hier den günstigsten Plan anschaut. Das ist eben der Standardplan. Man könnte hier aber umstellen pro Jahr, dann ist es nochmal etwas günstiger. Also es wären dann 300 Euro pro Jahr. Das wären dann etwas weniger als 30 Euro pro Monat. Da hat man dann aber die Limits von 30.000 Wörtern. Also es ist eher ein KI-Text-Generator, der im höherpreisigen Segment angesiedelt ist. Aber es steht eine solide Firma aus Deutschland dahinter und die Qualität ist auch wirklich gut. Neuroflash kommt mit einigen sehr interessanten Funktionen. Das ist auch ein Grund, warum ich diesen KI-Text-Generator nutze. Es gibt, wenn ich da jetzt mal nur eine kurze Übersicht geben möchte, der interessantesten Funktionen, also es ist auch ja, so ein Tool wie ChatGPT integriert, also das heißt eben ChatFlash. Du kannst Neuroflash mit einer Browser-Erweiterung nutzen, somit hast du da eben mehr Möglichkeiten, dass du es eben direkt in deinen Workflow integrierst. Es gibt viele Templates, es gibt einen guten Support, also ein absolut solides Tool, aber ich möchte da jetzt gerade bei Neuroflash nicht so sehr ins Detail gehen. Der Grund dafür ist, ich habe einen sehr, sehr ausführlichen Testbericht auf meiner Webseite, wo ich wirklich auf die Details alle eingehe. Eben wie gesagt, auch GPT-4 ist integriert in Neuroflash. Und da gehe ich ein bisschen auf die Templates, Funktionen ein. Auch, dass man KI-Bilder kannst du eben ebenfalls erstellen, direkt in Neuroflash. Kurz zu den Vor- und Nachteilen von Neuroflash lese ich jetzt als Schwindelzettel von meinem eigenen Blogpost ab. Eben die Textqualität in Deutsch ist sehr gut. Du kannst natürlich in der Du-Form schreiben. Das heißt, bei Neuroflash heißt diese Funktionalität lässig. Also du musst auswählen, du möchtest den lässigen Schreibstil. Es gibt sehr viele Templates, ChatFlash ist integriert, also dieser ChatGPT-Klon sozusagen, GPT-4 kann genutzt werden. Es ist eine sehr gute Grammatik- und Rechtschreibprüfung integriert, die Browser-Erweiterung und dann eben weitere Funktionen wie der KI-Bildgenerator und auch die SEO-Funktionalität, wobei die würde ich nicht überbewerten in Neuroflash. Was da integriert ist, ist eben eine WDF-IDF-Analyse. Das ist jetzt nicht sinnlos, aber es ist halt ja nicht eine SEO-Funktionalität auf dem Level wie zum Beispiel Surfer SEO oder auch NeuronWriter. NeuronWriter ist da eben ja mein beliebtestes Content-SEO-Tool. Mein Testbericht zu NeuronWriter verlinke ich dir ebenfalls unter diesem Video. Also wie gesagt, die SEO-Funktionalität finde ich ein bisschen eingeschränkt. Steht auch hier bei den Nachteilen und es ist halt auch höherpreisig im Vergleich zu den meisten anderen Tools und auch der KI-Bildgenerator, der integriert ist, ist relativ eingeschränkt. Aber die Grundfunktionalität, für die man einen KI-Textgenerator nutzt, also das Generieren von Texten, das funktioniert wirklich, wirklich gut mit Neuroflash. Ach ja, eine Sache, die ich bei Neuroflash noch vergessen habe zu erwähnen, die ebenfalls großartig ist, das sollte ich hier bei den Vorteilen definitiv auch noch ergänzen. Und zwar, es gibt auch eine kostenlose Version von Neuroflash. Und zwar nicht eine kostenlose Testversion, sondern eine dauerhaft kostenlose Version. Natürlich ist die kostenlose Version vom Wortumfang sehr eingeschränkt. Also du kannst damit tatsächlich nur 2000 Wörter pro Monat generieren. Das wird im produktiven Einsatz für die meisten deutlich zu wenig sein, das ist mir klar. Aber trotzdem möchte ich es erwähnen, denn im Vergleich zu Jasper, wo du nur eine 7-Tage-Testversion bekommst und dafür schon deine Kreditkartendaten hinterlegen musst, kannst du bei Neuroflash das Tool ja jahrelang sozusagen kostenlos nutzen mit jeweils jedes Monat wieder neuen 2000 Wörtern, die du da eben bekommst. Und das ist eben dann schon eine großartige Sache da im Vergleich, also deutlicher Punkt für Neuroflash und Minuspunkt an der Stelle für das letzte Tool für Jasper AI, also das ist auch eine tolle Sache, also du kannst Neuroflash risikolos testen, keine Kreditkarten hinterlegen, kostenlos auch dauerhaft nutzen. Schau dir das an, Link zu Neuroflash unter dem Video. Ja, jetzt kommen wir schon zu den Tools, die deutlich unbekannter sind, aber die auch ganz interessante Funktionen bieten, die richtig gut sind, also die guten Underdogs. Und starten möchte ich damit Cuttab. Cuttab, auch ein Tool, das kennt fast keiner. Aber das ist ein KI-Text-Generator, der einige ganz interessante Funktionen hat. Und zwar, ich glaube, Sie schreiben es auch hier auf Ihrer Webseite. Genau darauf wollte ich hinaus. Fact-check it with Cuttab. Also don't blindly trust AI-Content, fact-check it with Cuttab. Das bedeutet, dass Cuttab sozusagen einen Faktenchecker integriert hat.
Das darf man jetzt zwar auch nicht maximal überbewerten, aber ich möchte es kurz in einfachen Worten wiedergeben, denn Cut-Up habe ich wirklich sehr viel genutzt, auch in diesem Jahr. Was Cut-Up macht ist, wenn du Content erstellst und du nutzt diese Funktionalität, also Cut-Up Plus mit diesem Faktenchecker, wenn du das eben nutzt, dann ist es so, dass wenn du Content erstellst, dann macht Cut-Up auch gleichzeitig sozusagen eine Live-Recherche im Internet und gibt dann auch Quellen an, wo quasi man Informationen zum generierten Text finden kann. Also das ist sozusagen der Faktenchecker. Es ist natürlich kein hundertprozentiger Faktenchecker, aber zumindest siehst du da sozusagen, wo im Internet über diese Thematik berichtet wird und so weiter, über die du da schreibst. Und Cut-Up zieht sich da teilweise auch Live-Daten raus, um den Content zu produzieren, und gibt er dann in Fußnoten wieder, woher er auch diesen Content genommen hat und so weiter. Ein richtiger Faktenchecker, worauf ich hinaus wollte, ist es natürlich trotzdem nicht, denn auch die Dinge, die ja im Internet stehen oder auf irgendwelchen Blogs stehen oder die irgendjemand schreibt, müssen ja nicht aktuell sein, müssen ja nicht stimmen und so weiter. Aber trotzdem ist es zumindest eine Ebene darüber, als würde man quasi nur die GPT-Grundtechnologie nutzen, die ja vortrainiert wurde mit Daten bis 2021, bis September 2021, und so hast du eben auch Live-Daten, die integriert werden, oder Live-Informationen, die integriert werden. Cut-Up ist somit auch ein extremst guter KI-Textgenerator für alle, die zum Beispiel News-Seiten erstellen möchten oder auch Testberichte schreiben möchten, ja, zu aktuellen Tools oder Produkten, die es ja damals gar nicht gab, also bis zum Jahr 2021. Also nur kurz zur Info für alle, die es nicht wissen: Die Grundtechnologie wurde vortrainiert mit Daten bis 2021, bis September 2021. Und nicht nur GPT 3.5, sondern auch GPT 4 wurde nicht mit mehr Daten trainiert wie GPT 3.5. sondern das Trainingsdatum endet bei beiden Technologien im September 2021. Und wenn du dann eben so ein Tool hast wie Cut-Up mit Live-Internet-Zugriff, Faktenchecker integriert, also das sind so die großen, großen Vorteile von Cut-Up. Ein weiterer Vorteil ist der Preis. Cut-Up ist verhältnismäßig günstig, beginnt hier schon auch ab 9 Dollar. Ich verlinke dir Cut-Up eben auch unter dem Video, da halt nur für 15.000 Wörtern. Aber zum Beispiel 29 Dollar, was eben günstiger ist als Jasper und auch günstiger als Neuroflash, bekommt man hier eben schon 150.000 Wörter. Wenn du dich zurückerinnerst, bei Neuroflash waren es ca. 30.000. Von dem her, Pricing ist günstig, der Live-Internet-Zugriff ist günstig. Die deutsche Textqualität kommt jetzt nicht immer ganz beim Output an die Qualität ran von Neuroflash. Und jetzt wirst du dich vielleicht fragen, naja gut, wenn die alle die gleiche Grundtechnologie nutzen, warum hat jetzt das eine Tool vielleicht die bessere deutsche Textqualität, das andere Tool eine etwas schlechtere? Und der Grund liegt einfach auch am Feintuning der verschiedenen Templates und der Funktionen sozusagen in den KI-Textgeneratoren. Und da liegt natürlich eine deutsche Firma, die zum Beispiel hinter Neuroflash steht, natürlich auch deutlich mehr Wert auf die optimale Qualität im deutschsprachigen Raum, währenddessen Cut-Up natürlich gerade im deutschsprachigen Raum relativ wenig Nutzer hat. Was jetzt aber nicht heißt, dass der Content jetzt irgendwie schlecht ist. Aber man muss, es ist teilweise vom Ausdruck her nicht ganz auf dem Level wie eben Neuroflash oder wie eben Jasper. Das muss man wissen. Dafür sind ganz viele andere tolle Funktionen drin. Also auch, wie gesagt, dieser Live-Internet-Zugriff. Du kannst auch Quellenangaben machen. Du kannst auch ein YouTube-Video als Quelle nehmen, wo sich dieser KI-Text-Generator dann sozusagen auch Informationen holt beim Content-Verfassen. Es hat ein gutes Paraphrasing-Tool, mit dem du Texte umschreiben kannst, integriert und so weiter. Also Cut-Up ist eine Empfehlung. Es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Also ein paar Nachteile bei Cut-Up sind zum Beispiel, dass es keine Browser-Erweiterung gibt. Es gibt auch keine kostenlose Version. Und das Dashboard ist auch nicht in deutscher Sprache verfügbar, sondern nur in englischer Sprache. Das sind so ein paar Nachteile, aber Preis-Leistung ist gut. Live-Internet-Daten etc. ist gut mit Faktenchecker, mit Plagiatsprüfer. Also Cut-Up solltest du dir auch unbedingt einmal ansehen. Okay, kommen wir zum nächsten Tool, GetGenie AI. GetGenie AI, da habe ich so ein bisschen, ja, in diesem Jahr, wie soll ich sagen, vielleicht eine Hassliebe. Hassliebe ist vielleicht ein blödes Wort, denn so viel Emotion steckt man nicht in ein Tool. Aber was ich damit sagen möchte ist, wie GetGenie relativ neu am Markt war, wo ich es kennengelernt habe, habe ich dieses Tool unglaublich gut gefunden und habe es extremst gehypt. Und ich habe es auch auf diesem YouTube-Kanal promoted und ich habe es auch stark empfohlen. Ich habe Videos zu GetGenie gemacht, ich habe einen Testbericht zu GetGenie gemacht, der wirklich ins Detail geht. Also in diesem Testbericht, da findest du wirklich alle Details. Ich würde empfehlen, wenn du dich für GetGenie mehr interessierst,
Lies dir diesen Testbericht durch, den verlinke ich dir ebenfalls unter dem Video und das Tool verlinke ich dir selbstverständlich auch direkt unter dem Video. Warum war ich so begeistert von GetGenie, als ich das kennengelernt habe? Aus zwei Gründen. GetGenie versucht KI-Textgenerator und Content-SEO-Tool zu vereinen, also so wie Jasper AI plus Surfer-SEO oder plus Neuron-Writer, also mit einem Fokus auf die SEO-Funktionalität, aber auch dabei nicht jetzt, dass jetzt quasi die SEO-Funktionen nur im Vordergrund stehen, sondern dass es einfach trotzdem ein ausgereifter KI-Textgenerator ist, so wie Neuroflash oder eben Jasper mit ganz, ganz vielen Vorlagen, den du einsetzen kannst für verschiedenste Einsatzgebiete. Also nicht nur für Longform-Content, Blogbeiträge, das ist zwar auch ein Fokus, aber auch für Social-Media-Posts, für Copywriting, Landingpage-Texte erstellen etc. Und noch ein Punkt, den ich ziemlich genial finde, kannst du auch direkt in WordPress nutzen und zwar nicht über eine Browser-Erweiterung, sondern direkt als WordPress-Plugin. Es ist aber nicht nur ein Plugin, sondern du kannst GetGenie auf zwei Arten nutzen, also als Standalone-Web-Version, also genau gleich wie Neuroflash oder wie Jasper AI sozusagen oder wie Cuttab und so weiter, wirklich, dass du dich einloggst und du kannst das Tool einfach im Browser nutzen oder du installierst dir das WordPress-Plugin und kannst es direkt in WordPress, direkt im Gutenberg-Editor oder auch direkt in Elementor und so weiter, hast du dann die Funktionen von GetGenie. Auch so, wie man es hier ein bisschen sieht, hier auf der Webseite, und ich habe auch schon ein ausführliches Video zu GetGenie gemacht, das geht, glaube ich, fast eine Stunde lang, das kannst du dir auch ansehen, wenn du möchtest. Da siehst du es, dass es direkt im WordPress-Editor benutzt wird, aber es funktioniert auch in den Page-Bildern. Und zusätzlich, wie gesagt, eben hat es eben so eine SEO-Funktionalität auch integriert, wo eben auch NLP-Keywords extrahiert werden, wo auch zu den verschiedenen Haupt-Keywords, die man eingibt, auch, ja, du bekommst verschiedene Metriken und so weiter. Warum sage ich jetzt Hassliebe? Also wie gesagt, mich hat einfach dieses Konzept so fasziniert am Anfang, dass es eben in WordPress kannst du es nutzen, du hast die SEO-Funktionen, du hast einen coolen Outline-Builder, so wie man es jetzt gerade kurz gesehen hat hier, wo du wirklich von der Konkurrenz die ganzen Outlines siehst, du kannst dir das super zusammenklicken. Richtig gutes Tool, aber nachdem ich das initial so promoted und getestet habe, da ist bei GetGenie so gewesen, dass die anderen Tools, die es so am Markt gab, so ein bisschen eine schnellere Entwicklung hatten. Das heißt, ja, da gab es jetzt wenig Innovation, die SEO-Funktionalitäten waren im deutschsprachigen Bereich, hatten ständig Bugs und Monate später waren die gleichen Bugs immer noch drinnen. Und deswegen sage ich, ja, so ein bisschen eine Hassliebe. In den letzten Wochen wurde GetGenie aber wieder besser. Und ich habe, also bei mir war es wirklich so, ich habe das voll genutzt, promoted. Dann habe ich es mal nicht mehr groß promotet und auch selber nicht mehr groß genutzt. Und seit ein paar Wochen oder seit wenigen Wochen fange ich wieder an, vermehrt wieder GetGenie zu nutzen, weil es besser geworden ist. Sie haben jetzt mittlerweile auch, die Output-Qualität wurde noch besser. Sie dürften jetzt auch eben teilweise, wo es Sinn macht, auch GPT-4 endlich integriert haben. Viele SEO-Bugs wurden jetzt mittlerweile behoben. Und ja, jetzt gefällt es mir wieder besser. Also GetGenie kann ich wirklich empfehlen, deswegen habe ich es jetzt auch in das Video aufgenommen. Hätte ich das Video vor einem guten Monat abgedreht, hätte ich GetGenie zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gar nicht erwähnt. Und GetGenie hat ebenfalls, so wie Neuroflash, eine komplett kostenlose Version. Also wenn wir hier mal kurz aufs Pricing schauen, du kannst dir das WordPress-Plugin installieren, hier steht es free und du bekommst 2500 Wörter pro Monat, jedes Monat wieder neu, die du kostenlos generieren kannst. Also du kannst dir dieses WordPress-Plugin zum Beispiel installieren oder eben du nutzt die Web-Version etc. und kannst damit mit einem Account, den du dir erstellst, 2500 Wörter pro Monat generieren. Also großartige Sache, vor allem wenn dein Workflow so aussieht, dass du deinen Content wirklich auch direkt zum Beispiel in WordPress produzierst, weil du eben ja hauptsächlich Blogbeiträge machst und so weiter, dann musst du dir GetGenie anschauen. Natürlich, wie gesagt, andere Tools kannst du auch teilweise in WordPress nutzen über die Browser-Erweiterungen. Jasper hat diese Browser-Erweiterung, aber auch Neuroflash hat eine Browser-Extension und dann kannst du natürlich ja dort auch diese Tools nutzen. Aber GetGenie ist halt durch das Plugin eben schon nahtlos in WordPress integriert und den KI-Text-Generator, den ich vorhin erwähnt habe, Cuttab, der hat zum Beispiel keine Browser-Erweiterung, kann derzeit eben nicht in WordPress direkt genutzt werden. Aber GetGenie hat von allen KI-Text-Generatoren, die ich vorstelle, die beste sozusagen WordPress-Integration, aber auch
auch die Standalone-Web-Version kann man super gut nutzen. Also ist ein gutes Tool, schau dir das an. Viel mehr möchte ich darauf jetzt auch nicht eingehen, weil da muss ich wirklich auf den umfangreichen Testbericht inklusive Testvideo eben verweisen. Schau dir das mal an. Ja, und auch das Pricing ist sehr gut. Also da geht es derzeit, ist ein kleines Angebot, aber da geht es ab $13 los. Das ist wirklich auch im Vergleich sehr günstig. Nur Cutapp ist eben dann noch günstiger, aber da bekommst du für 13 US-Dollar oder eigentlich nicht noch günstiger, weil du bekommst, glaube ich, mehr Wörter als bei Cutapp beim kleinsten Plan. Also es ist ähnlich günstig wie Cutapp. Für 13 US-Dollar, das sind vielleicht 11 Euro im Monat, bekommst du 50.000 Wörter. Ja, also das lohnt sich wirklich. Testbericht und Testvideo ist unter dem Video verlinkt. Ja, und das letzte Tool, das ich dir jetzt vorstelle, das kennt definitiv noch niemand, würde ich mal behaupten, im deutschsprachigen Raum. Oder nein, noch niemand sicherlich nicht, aber ich denke, das kennt fast keiner. Und das ist SEO Writing AI. Dieses Tool, über das bin ich zufällig gestolpert in letzter Zeit und ich habe es einfach spaßhalber mal ausprobiert, denn man kann es kostenlos ausprobieren. Und ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn ich habe dieses Tool vielleicht in Summe jetzt mal vielleicht 1,5 Stunden insgesamt genutzt. Deswegen kann ich jetzt nicht auf alle Details eingehen. Aber ich möchte es trotzdem in das Video mit aufnehmen, denn die ersten Tests, die ich gemacht habe, die habe ich ganz gut gefunden. Und vor allem, ich habe mir dann jetzt auch mal den Pro-Plan kurz geholt, also nur zu Testzwecken. Habe ich hier einmal diese $12, also 10, 11 Euro bezahlt, mal nur für einen Monat, um es auszuprobieren. Denn da hast du eben auch dieses Connect to Web, diese Funktionalität integriert. Also das Tool nutzt dann auch eben Live-Daten aus dem Internet. Und ja, es hat halt so einen wirklich so einen gar nicht so schlechten Longform-Content, One-Click-Post-Generator sozusagen integriert, mit dem du, ja, wo er eben auch diese Live-Daten aus dem Internet nutzt, um neue Informationen zu sammeln. Und er zeigt dir dann auch, wo er die Informationen her hat. Und er hat dann auch eine sehr gute Bilder-KI integriert, kann dir dann auch gleich das Thumbnail für deinen Blogpost machen und. Und das hat gar nicht so schlecht funktioniert und das, was mir da so gut gefällt, ist, dass der kostenlose Plan auch ziemlich gut ist. Also der Plan um 0 Euro, brauchst auch keine Kreditkartendaten hinterlegen und so weiter. Link auch zu SEO Writing AI unter dem Video. Mach vielleicht auch nochmal einen gesonderten Video, aber der Plan um 0 Euro, dafür bekommst du 5000 Wörter monatlich, denke ich mal. Ja, ich denke pro Monat. Und kannst damit 5 Longform-Beiträge generieren pro Monat. Aber das Coole ist, du kannst, und das, ich weiß gar nicht, ob das, ja doch, es steht hier sogar, it's free and unlimited with your OpenAI Key. Also genau, nur Open Key, da haben sie sich verschrieben. Genau, mit deinen OpenAI Key. Das heißt, wenn du ich habe ja einen OpenAI Key, einen bezahlten, also du kannst ja bei OpenAI einen Account machen und da kannst du vielleicht mal, keine Ahnung, mit einer Kreditkarte 20 Euro bezahlen und kannst du deinen OpenAI-Key nutzen, um die Grundtechnologie GPT-3.5 und GPT-4 sozusagen in externen Tools zu nutzen, aber über deine eigene API sozusagen. Und das ist so die günstigste Form, wie man was nutzen kann, weil da, keine Ahnung, da kosten 100.000 Wörter mit GPT-3.5 kosten da vielleicht 50 Cent oder so. Ich habe es jetzt nicht auswendig direkt drin, aber das ist so die günstigste Form. Mit deinem eigenen OpenAI-Key kannst du dieses Tool sozusagen wirklich kostenlos nutzen. Also ich glaube, auch diese 5 Artikel-Generations, dieses Limit fällt dann weg, wenn du deinen eigenen OpenAI API-Key integriert hast. Und das habe ich anfangs auch gemacht. Aber wie gesagt, ich habe mir dann doch die Pro-Version einfach testweise geholt, denn dieses Connect to Web gibt es eben nur in der Pro-Version. Ich wollte mir das mal ansehen. Ich muss das noch weiter testen, bevor ich entscheiden kann, ob ich es wirklich extrem promote oder stärker promote und auch ein eigenes Video dazu mache, denn ich möchte ja nicht einfach nur immer irgendwas promoten. Aber was mir auch so gefallen hat, ist so dieses SEO-Writing-AI, das scheint so ein bisschen ein KI-Text-Generator zu sein, auch für Leute, die im Affiliate-Business sind, gerade so mit Amazon-Affiliate etc. Der Grund dafür ist, er hat auch weitere Funktionen. Ich weiß gar nicht, ob das hier auf der Webseite so angeteasert ist. Ach ja, hier genau. Du kannst automatisch so quasi Amazon Vergleichsposts und Listenposts erstellen. Und das Coole ist, wenn du Amazon Affiliate bist, dann kannst du da einfach deine eigene Tracking-ID sozusagen hinterlegen und dann baut er dir die direkt schon die Affiliate-Links bei den Produkten ein, also wirklich mit deinem Tracking-Link. Und das ist schon ziemlich gut, aber bevor ich das jetzt zu viel hype, diese Funktionalität ist derzeit nur in Englisch eigentlich verfügbar, also noch nicht mit deutschem Output. Das ist sehr, sehr schade. Ich war da aber mit dem Team in Kontakt.
Also in wenigen Tagen oder Wochen, ich hoffe eher früher als später, ist diese Funktionalität dann auch in Deutsch verfügbar. Und das finde ich dann schon interessant. Ich habe ja einige Affiliate-Projekte eben auch nebenbei laufen. Und eine vergleichbare Funktionalität habe ich so in dieser Form der anderen Tools derzeit noch nicht gesehen. Also das war so, ist so ein bisschen ein unique Selling Point von SEO Writing AI. Und deswegen wollte ich dieses Tool auch noch in die Liste aufnehmen. Gut, das waren jetzt so mal meine persönlichen Empfehlungen, also an Tools, die ich derzeit wirklich empfehlen würde. Ich weiß, es gibt noch viele andere Tools da draußen. Ich habe auch viele andere Tools getestet, sei es jetzt Writer, WriteSonic, Creator etc. Also es gibt da viele, viele andere Tools. Schau auch mal, möchte ich da an der Stelle nochmal auf meinen Blogbeitrag verweisen, die besten KI-Textgeneratoren. Da gehe ich auch auf andere Tools ein, zum Beispiel auch Closers Copy und so weiter. Gibt es natürlich auch andere interessante Tools, aber diese Handvoll Tools, die ich jetzt empfohlen habe, die sind derzeit wirklich sehr, sehr interessant. Solltest du dir mal genauer ansehen. Ja, und natürlich würde mich auch extrem interessieren, was deine Meinung ist, deine Erfahrung. Welche Tools nutzt du oder welches Tool würdest du gerne nutzen? Oder nutzt du ein Tool, wo du sagst, das ist deutlich besser als alles, was ich in diesem Video gezeigt habe? Dann unbedingt bitte einen Kommentar schreiben. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank dafür und ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!